Herzlich willkommen bei unserer heutigen Talkshow. Wir möchten über das Thema Handyverbot in der Schule und über einen medienfreien Tag sprechen. Also hier haben wir einmal die Pro-Gruppe. Das sind einmal Fabian, Daniel und Erik. Könntet ihr euch vielleicht vorstellen, dass es in einer Woche so einen medienfreien Tag gibt, aber dass halt eben soweit trotzdem Handys in der Schule erlaubt sind? Ja, könnte ich. Ja, also ich könnte es mir auch vorstellen, weil also einen medienfreien Tag, ich meine, es wäre zwar schon nicht schlecht, dass man einmal einen Tag richtig an eine frische Luft und sowas geht, mal ein bisschen mit Freunden spielt, aber Handys sollten in der Schule erlaubt werden. Also ich bin ebenfalls dafür, dass es einen medienfreien Tag geben könnte, wenn halt dann auch im Gegenzug Handys in der Schule erlaubt werden würden, weil man halt dann mit den Handys Informationen heraussuchen könnte und an dem medienfreien Tag dann nicht so gestresst von den Medien wäre. Aber um Informationen rauszusuchen, da hat man doch das Internet in der Schule oder man kann auch Duden nachgucken oder die Lehrer fragen. Aber wenn man dann das Handy zur Verfügung hat, dann können mehrere Schüler gleichzeitig im Internet, könnt mehrere Schüler gleichzeitig im Internet Informationen heraussuchen. Und ja. Ja, also ihr beiden, also Sandra und Michelle, ihr beide seid ja dafür, dass dass Handys in der Schule verboten werden sollen und dass es einen medienfreien Tag geben soll. Was sagt ihr denn dazu? Ja, das war richtig. Und zwar sind wir dafür, dass es halt einen medienfreien Tag gibt und Handys verboten werden, weil halt Kinder dann einfach zu viel in der Schule mit ihren Handys im Unterricht entweder spielen oder das Zusammenleben mit den anderen Schülern dadurch gestört wird. Ja, also ich meine, es hat zwar nicht jeder ein Handy, aber man muss ja auch nicht unbedingt mit den Handys spielen. Vielleicht geht der Lehrer dann ja mal rum und kontrolliert, was man gerade mit den Handys so macht. Und wenn gerade irgendwie eine Stillarbeit ist, könnte man ja mit den Handys Musik hören und sowas alles. Ja, also ich bin auch der Meinung, dass Handys im Unterricht auch gut wären, weil man halt auch gut alleine mit denen arbeiten kann und auch zur Entspannung halt Musik hören könnte. Was aber dann wieder das Problem wäre, wenn zum Beispiel die Lehrer einen ansprechen, dann hörst du es manchmal nicht oder weil die Musik entweder zu laut ist oder weil du Kopfhörer in der Ohren hast. Naja, da müssen die Lehrer halt einen antippen oder man hat halt die Regelung, dass es nur so laut ist, dass man selber das hört und keine anderen, damit es die anderen nicht ablenkt. Weil es gibt ja auch Leute, die drehen dann halt so dolle auf, dass es dann andere auch hören und dann ist es aber auch schlecht für die Ohren. Also man sollte es nicht übertreiben. Aber es kann ja auch passieren, wenn man zum Beispiel im Unterricht Musik hört, dass man dann mitsingt und das stört dann auch das die Klasse. Und ich glaube nicht, dass jeder Lehrer gerne zum Schüler hingehen würde und ihn antippen würde, nur um eine Frage oder ihn eine Aufgabe zu geben, weil das würde mich sogar nerven. Also ich meine jetzt, die Lehrer, die sind ja schon zum Teil so dran gewöhnt, so rumzugehen und so zu kontrollieren, also Arbeitsfortschritte. Und ich sag mal, dass man denn so eine Regel hat, dass irgendwie man das Handy direkt irgendwie vor ihm hat, dass der Lehrer dann ganz einfach das kontrollieren kann. Ja, und auch, also wenn den Lehrer das dann stören würde, immer dahin zu gehen und den anzutippen, damit er aufhört, also würde es dann halt die Regel geben, also wenn man Musik hört, dann nur, wenn man auch wirklich die Stunden nichts zu tun hat. Oder wenn der Lehrer dann zum Beispiel sagt, dann du kannst ja 10 Minuten Musik hören und danach musst du noch irgendwas schreiben, dann stellt derjenige sich halt eine Uhr und guckt dann, 10 Minuten sind zu Ende, fange ich jetzt mit der anderen Aufgabe an. Also noch zu der Sache mit dem Mitsingen. Ich glaube nicht, dass jemand in einer Stillarbeit oder in einer Arbeit oder ähnlichen einfach anfängt, ein Lied mitzusingen.
was zu dir, Fabi, und zwar, dann würde ich anstatt 10 Minuten Musik zu hören und dann die Arbeit zu machen, dann würde ich erst die Arbeit machen und dann vielleicht danach Musik hören, weil das wäre doch einfach viel praktischer. Dann. Naja, dann klärt sich ja deine Frage selbst, weil du hast ja gesagt, dass der Lehrer dann zu einem hingehen muss, wenn er Musik hört, um den anzutippen und ihm dann eine Aufgabe gibt, dann kann er erst die Aufgabe machen und dann Musik hören. Also das ist jetzt, was du meinst, ein bisschen widersprüchlich dann. Was haltet ihr denn von dem medienfreien Tag? Also ich finde den medienfreien Tag sehr gut, weil ich denke, man kann eben auch mit Freunden mehr was unternehmen oder mit den Eltern. Und ja. Ja, also ich finde ihn auch gut, wie Sandra schon gesagt hat, dass man mit seinen Eltern halt was unternehmen kann. Und dann sitzt man halt nicht so oft vom Computer oder ist nicht so oft drinnen, sondern ist meistens dann draußen. Ja. Ja, was halten denn jetzt, also wir haben ja jetzt hier ganz schön viele Argumente gefunden. Und was hält denn jetzt das Publikum davon? Laura, was hältst du denn davon? Ich finde, Handys im Unterricht könnten auch die Kinder ablenken und ich finde es nicht so gut. Okay, danke. Okay, Marius, was würdest du dazu sagen? Ich bin gegen den medienfreien Tag, weil Handys und sind ja mittlerweile schon für uns normal, sie sind ja schon für uns lebenswichtig. Weil manche sind ja total fribbelig, wenn das Handy mal weg ist oder halt kaputt ist. Medienfreier Tag bedeutet ja auch kein Computer, kein Fernsehen. Und viele kennen halt nichts anderes oder wohnen halt weit weg, dass man halt so schnell mal Freunde treffen, die man jetzt mal halt in der Schule hat, nicht drin ist. Also ich wäre definitiv dagegen. Weil mit dem Computer gibt es ja auch Programme, zum Beispiel Skype, da kann man halt auch übers Internet telefonieren und sich halt auch sehen und alles. Also ich bin gegen den medienfreien Tag. Ja, aber findest du es denn nicht schöner, wenn du deine Freunde so sehen würdest? Nicht nur über Skype? Ja, schon, aber wir gehen jetzt mal von Leuten aus, die wirklich weit weg wohnen. Zum Beispiel, die gehen in Berlin auf ein Gymnasium zum Beispiel, aber wohnen in Velten. Dann ist es eine ganze Weile, wenn man mit Bahn fährt. Und ja, also ich finde es, ja, ist zwar schon toll, dass man halt so seine Freunde in der, also nicht nur im Internet sieht, aber dafür hat man ja auch schließlich die Schule. Wenn man jetzt so, kann man ja auch seine Freunde so treffen und über alles informieren. Okay. Was ich nochmal dazu sagen wollte für das Handyverbot, und zwar hier, weil wenn man jetzt in der Schule zum Beispiel sein Handy hat und es geht kaputt oder es geht verloren, sind halt die Kosten einfach viel zu hoch dafür. Also nochmal zu dem eigentlichen Thema, also dem Handyverbot. Da ist mir auch aufgefallen, dass auf vielen anderen Schulen oder auf manchen anderen Schulen auch jetzt schon Handys erlaubt sind und das dann für die eigentlich nicht so eine große Umstellung wäre und dann ein medienfreier Tag für die wahrscheinlich auch nicht so schlimm wäre. Naja, aber wenn man jetzt schon bedenkt, was es jetzt alles für Chatportale gibt, Facebook oder Skype oder WhatsApp, denn also man braucht ja auch diese Programme, um zu schreiben. Also wenn es zum Beispiel um Hausaufgaben geht, dann braucht man ja, schreibt man sich ja die oder macht sowas in der Art. Also man kann ja auch einfach das ganz normale Haustelefon nehmen. Ja, kann man auch. Zum medienfreien Tag wollte ich auch nur sagen, also es gibt ja auch manche Spiele, also Online-Spiele, da kann man dann einfach keine Pause machen und sag ich mal, wenn man jetzt irgendwie auf Klo muss, muss man dann warten, irgendwie bis man stirbt oder sowas, also im Spiel. Und ja, naja, also das, der medienfreie Tag ist eigentlich
auch dafür nicht schlecht, weil man könnte auch irgendwie, wenn man zu lang vor so einem Spiel sitzt, also unter irgendwelchen Bedingungen, könnte man da sogar auch krank werden oder halt auch süchtig, wenn man keine Pausen hat. Ja. Aber das muss ja auch nicht der Fall sein. Also, Ich finde, es kommt auch immer so darauf an, auf welchen Ort oder Raum sich jetzt der medienfreie Tag bezieht. Also ob jetzt nur auf die Schule oder auch privat oder an allen Schulen, das ist auch die Frage. Also ich glaube ja, dass das eher nur für unsere Schule oder Schulen bei uns im Umkreis dann gelten würde, weil man kann ja nicht nur wegen einer Diskussion die ganzen Schulen und das Leben der Schüler verändern. Und da wollte ich noch Max fragen, wie er denn durch die Medien in seinem Leben beeinflusst wird. Was soll ich dazu sagen? Ja, also ob du eher viel irgendwie schreist oder Videos schaust oder Spiele spielst oder ähnliches. Ja, eigentlich so ziemlich alles. So. Und wie lange am Tag? Unterschiedlich. Manchmal nur 10 Minuten, manchmal 3-4 Stunden. Ja. Großer Unterschied. Okay. Ja. Also, wir haben ja hier sehr viele, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, Argumente gefunden. Und ich fand die Sendung auch sehr schön, was hier für Argumente gefunden worden sind. Und ja, und jetzt möchte ich hiermit, also wenn keiner mehr, hat jemand denn noch was zu sagen? Ja, Max? Erik, würdest du ihm bitte? Also ich finde den medienfreien Tag unnütz, weil manche Leute arbeiten auch mit Medien. Und die hätten dann eben in der Zeit sozusagen, sag ich jetzt mal, keine Einnahmen. Aber das würde doch nicht für sie, für die Leute gehen, die jetzt nicht arbeiten. Also ich glaube, das würde dann eher in der Schule sein. Also weil ich glaube, heutzutage kann man sich jetzt eh keinen Tag mehr ohne Medien vorstellen. Aber man kann es ja einbeschränken auf Schule oder Chatten oder sowas in der Art. Ja, das stimmt. Also ich finde, wir sind schon sehr abhängig von Medien. Also ob es Chatten ist oder irgendwie mit dem Smartphone irgendwas machen oder Fernsehen gucken. Aber ich finde, so ein medienfreier Tag ist eigentlich nicht schlecht. Da kann man auch mal nochmal runterkommen. Ja, nochmal kurz gesagt. Ja. Ich möchte kurz nochmal meine Meinung dazu sagen. Wenn man denn jetzt in der Schule ein Referat macht oder halten und machen soll oder halt Geschichten schreiben soll auf dem Computer, dann ist halt dieser medienfreie Tag, steht da halt im Weg und sagt, dann kommen die Lehrer auch alle mit dem Zeitdruck, weil die haben ja auch einen Plan, wie lange sie denn ja, pro Thema brauchen sollen. Okay, danke, das war wirklich alles sehr informationsreich. Ja, und ich möchte jetzt hiermit das, worüber wir diskutiert haben, also über das Handyverbot und über den medienfreien Tag, möchte ich jetzt beenden. Danke, dass ihr alle hier wart.